Digitalisierung ist ein erstmal sehr, sehr weiter Begriff mit vielen verschiedenen Definitionsmöglichkeiten. Als erstes denkt man da vielleicht an Social Media, an Hass im Netz oder an die ganzen Leute im Zug auf der Hinfahrt, die mit ihrem Smartphone gespielt haben, während sie neben einem saßen. Doch berührt das Thema nicht eigentlich viel, viel mehr Bereiche in unserem Alltag und in unserer Gesellschaft, die für das öffentliche Interesse relevant sind? Und an dieser Stelle möchte ich das Thema mal sehr, sehr weit aufmachen. Gehört zur Digitalisierung, gehören da nicht eigentlich auch erstmal Technologien zu, wie Verschlüsselung und IT-Sicherheit, Quantencomputer, Internetprotokolle, dann die Anwenderseite mit Software, Machine Learning, Sprachsteuerung und diverse neue Kommunikationsmedien. Und gehören da nicht auch Technologien zu, die auf unser analoges Leben Einfluss nehmen, wie der Netzausbau mit Glasfaser und 5G, Internet of Things, Hardware mit zum Beispiel Smartphones, selbstfahrende Autos oder auch Cyborgs. Und gehört nicht auch die ganze politische Dimension, die wir auch eben schon hatten, in dieses Thema mit rein, im Bereich der Netzpolitik, mit Netzneutralität. Wir haben gerade eine Riesendebatte um Abflussfilter und das Leistungsschutzrecht, Urheberrecht, Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung, Überwachung oder auch dann wieder die vielleicht etwas positiver konnotierte Seite mit Open Data und Open Source, Smart Cities, E-Government und vieles mehr. Und ergeben sich daraus nicht viele interessante gesellschaftliche Fragen, wie Fragen nach Ethik und Verantwortung, Fragen nach neuen Gesellschaftsformen und neue Herausforderungen, wie wir mit unserem neuen globalen Netzwerk umgehen. Das alles werden wir in dem Umfang hier heute nicht diskutieren können, aber wir können vielleicht versuchen, an verschiedenen Punkten Inspiration zu geben und kleine Einblicke zu geben. Sprechen möchte ich heute auf diesem Podium über die Themen einmal des öffentlichen Interesses im Digitalen, wo findet man das, was ist das überhaupt, und über die Aufgaben des Designs in der Digitalisierung. Genau, dazu möchte ich meine Gäste auf dem Podium begrüßen. Als erstes haben wir hier Sven Kottlieb. Er ist Professor für Grundlagen der Gestaltung an der Hochschule Hamm-Lippstadt und beschäftigt sich in seiner Forschung vor allem mit dem politischen Design und dem Spannungsfeld zwischen Gestaltung und Gesellschaft. Dann begrüße ich Christian Wolf. Der ist Professor für das Design interaktiver Medien an der Bergischen Universität Wuppertal und außerdem Gründer des Designbüros Chewing the Sun. Als nächstes begrüße ich René Smolarski. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Neuere und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik an der Universität Erfurt und ist außerdem Informatiker, Historiker und beschäftigt sich aktuell mit den Themen Citizen Science und Digital Humanities. Als letztes begrüße ich Axel Güter, der auch an der Bergischen Universität Wuppertal Professor ist für das Lehrgebiet Didaktik der visuellen Kommunikation in der Fachgruppe Mediendesign und außerdem Vorsitzender der Arbeitsgruppe Digitalisierung und Mediendidaktik in der Lehrerbildung. Einsteigen würde ich in das Podium gerne mit dem Thema Daten. Daten sind im technischen Sinn erstmal Bits, die Grundlage aller digitalen Systeme bilden. Was ein Bit repräsentiert, also welche Daten ein Bit abbildet, kann erstmal alles sein. Von wissenschaftlichen Daten bis hin zum Standpunkt meines Smartphones. In euren Tätigkeitsfeldern spielen Daten jeweils verschiedene Rollen. Und um diesen abstrakten Begriff doch mal etwas näher zu fassen, würde ich ganz gerne von euch verschiedene Blickwinkel auf das Thema Daten bekommen. Vielleicht fangen wir mit Herrn Smolarski an. Du bist Historiker und Wissenschaftler und beschäftigst dich damit erstmal mit Datenerhebung und Datenauswertung. Beschäftigst dich außerdem mit Citizen Science und auch hierfür, in deinem Beitrag schreibst, sind Daten relevant. Ich könnte als erstes erklären, was Citizen Science ist, und dann erläutern, welche Bedeutung Daten aus deiner Sicht für Bürgerinnen haben. Ja, hallo und vielen Dank für die Möglichkeit, hier drüber zu sprechen.
Ja, zu dem Citizen Science Begriff. Citizen Science ist, gibt es eigentlich schon immer. Citizen Science ist Bürgerwissenschaft. Also, dass Wissenschaft außerhalb des Elfenbeinturms stattfindet. Und dass man ganz bewusst die Öffentlichkeit am Wissenschaftsprozess teilhaben lässt. Also das gibt, die meisten Projekte kennt man vielleicht aus dem Crowdsourcing-Bereich, also dieses SETI-Programm, also gerade in den Naturwissenschaften machen das schon ziemlich lange. Bei den Geisteswissenschaften ist das relativ neu. Die Idee ist sozusagen, Fragestellungen zu entwickeln, die ein öffentliches Interesse haben, wo man gezielt eine Öffentlichkeit anspricht, die einbindet, in den Wissenschaftsprozess und damit auch ein Publikum hat, das für das die Ergebnisse der ganzen wissenschaftlichen Untersuchung interessant ist. Dann zur Datenfrage, ja, was sind Daten in dem Fall? Also Daten sind dann schon mal relativ breit gefächert, sehr heterogen. Also auf der einen Seite sind das natürlich die Forschungsdaten, also die Daten, die man da selber generiert. Ich bringe vielleicht mal ein Beispiel, wir haben gerade ein Projekt, was jetzt demnächst beginnen soll, da geht es um Kinofilme in der DDR. Wo wir eine relativ große Sammlung an Filmplakaten haben. Also eine DDR-Filmplakate, was mal da irgendwie gelaufen ist, das, da haben wir zwar die Plakate, aber wir haben sonst nichts. Aber Kino ist ja mehr als Plakat und Film. Also es geht ja auch um Erlebtes, wie hat man den Film wahrgenommen, wie hat man die Filmfotos, von denen wir auch teilweise welche haben. Wie verwertet man das? Was wir so suchen, ist eine Öffentlichkeit, die wir ganz gezielt teilnehmen lassen, und dazu auffordern, uns sozusagen ihr Material zur Verfügung zu stellen. Also unter anderem Erlebnisberichte, Zeitungsartikel, alles was zu DDR-Zeiten irgendwann mal aufgenommen wurde oder wie auch immer. Und diese Sachen müsste man uns zur Verfügung stellen und uns da sozusagen digital, wollen die Sachen ja nicht geschickt haben, sondern einfach per Upload, zur Auswertung zu geben. Und damit entstehen schon mal Daten. Also erstmal der Nutzer, der das hochlädt, auf der anderen Seite natürlich die Daten, die uns geschickt werden. Ist also relativ breit gefächert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Plakate, die wir auch irgendwie präsentieren wollen. Da hängen natürlich wieder Urheberrechte dran, Datenschutz. Also das ist ziemlich heterogen und das Citizen Science Feld, dadurch, dass man halt eine Öffentlichkeit anspricht, die nicht gezielt benennbar und mit Passwörtern zu versehen ist, auch sehr offen ist. Das heißt, der Datenbegriff ist relativ breit in dem Umfeld. Vielen Dank. Vielleicht machen wir mit Christian Wolf weiter. In deinem Beitrag im Buch Was ist Public Interest Design? Beschäftigst du dich eigentlich komplett mit Daten und nennst auch den Begriff des Datenraums. Könntest du erläutern für uns, was also als erstes der Datenraum aus deiner Sicht ist und was das Ganze mit privaten und öffentlichen Daten zu tun hat und wo auch unterschieden werden kann zwischen öffentlichen und privaten Daten? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich das ja vor anderthalb Jahren geschrieben habe und das geht euch allen so. Seitdem ist unglaublich viel passiert und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ein Bewusstsein dafür entstanden ist, was eigentlich private und öffentliche Daten sein können. Dadurch, dass wir die DSGVO bekommen haben im letzten Jahr, vielleicht auch durch die letzte Woche stattgefundene Verabschiedung der EU-Richtlinie über das Urhebergesetz und so weiter. Da sind also Dinge passiert, die glaube ich, genau in der Hinsicht informieren, wie ich das eigentlich auch da mit dem, was ich geschrieben habe, wollte. Der Datenraum ist im Prinzip da jetzt nicht der Cyberspace oder so, sondern das sind tatsächlich die Datensammlungen der Internetfirmen, die uns observieren, indem sie das auswerten, was wir mit unseren Geräten und der darauf installierten Software tun. Und tatsächlich ist es so, dass wir das alle eigentlich völlig ohne irgendwelche Widerstände täglich machen und uns eigentlich wenig Gedanken darüber machen, dass wir damit diesen Firmen ein unglaubliches Kapital zur Verfügung stellen, von denen die letztlich leben. Da kann man, wenn man drüber nachdenkt, auch zu dem Ergebnis kommen, dass sich mit dieser Datensammlung oder dass in dieser Datensammlung eine unglaubliche Gefahr liegt, weil man oder wir als die wir die Daten erzeugen, gar nicht beeinflussen können, was damit eigentlich passiert. Und das ist eigentlich eine prototypische Situation für Public Interest Design. Ja, wir erzeugen ein Datenkontingent und verlieren aber die Übersicht oder die Gewalt darauf, sondern geben die einfach ab an Leute, die damit viel Geld verdienen. War das die Antwort auf die Frage?
schon fürs Erste. Axel Bülter vielleicht als Nächstes. Auch in deinem Beitrag gehst du auf verschiedene Aspekte von Daten ein. Was ich besonders interessant fand, war der Bezug von dem steigenden weltweiten Datenaufkommen in Bezug zum Weltwissen. Dabei werden im Text die Begriffe Daten und Wissen synonym benutzt, wie ich es gelesen habe. Vielleicht könntest du einmal erläutern, wie Daten und Wissen zusammenhängen. Ja, also ich kann ja mal ganz kurz sagen, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt mich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen. Also wir haben an der Bergischen Universität knapp 20.000 Studenten, davon sind die Hälfte im Lehramt tätig. Und dann heißt es ja heute, Digitalisierung quasi, die muss gestaltet werden, also wir gestalten die Digitalisierung. Und gerade im Bereich der Bildung ist natürlich, gibt es Riesenaufgaben, Digitalisierung zu gestalten. Und ich habe halt an unserer Universität geguckt, wer gestaltet denn hier eigentlich Digitalisierung? Also wo findet das statt? Findet das an den einzelnen Lehrstühlen statt? Da geht es ja nicht um Design-Lehrstuhl, sondern da geht es wirklich um alle Fakultäten und alle einzelnen Schulfächer, die man sich vorstellen kann. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, lass uns doch mal mit den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen reden und mal gucken, was machen die denn da alles? Und dann haben wir angefangen, Umfragen zu machen, zu gucken, Gespräche zu führen und so weiter. Mal geguckt, wo gibt es Schnittmengen und gesagt, okay, etwas, was Design beitragen kann, zum Beispiel zu diesem Dialog, ist, dass wir alle mal miteinander in Verbindung bringen, zu gucken, was haben wir für gemeinsame Themen zwischen diesen ganzen Fächern, was für eine Rolle haben die Schulen, was für eine Rolle haben die Bildungspolitik, was können die Leute, die Design Advices herstellen oder die programmieren, die Apps machen und so weiter dazu beitragen. Also lass uns die mal alle an den Tisch bringen und lass uns gemeinsam darüber sprechen, wie wir, ja, als die, die quasi Verantwortung tragen für Bildung, diesen Prozess gestalten können. Also das war zum Beispiel schon ein klassischer Public Interest Design Unternehmung. Wir haben jetzt regelmäßige Symposien, wir haben eine Webseite, wir haben einen Dialog, der inzwischen in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz stattfindet. Wir haben Politik mit drin. Ich selber, und das ist, glaube ich, vielleicht auch ermutigend für junge Menschen, die sich dafür entscheiden, weil das ist halt ein Feld, wo viel passiert, habe jetzt zwei neue Mitarbeiter und Mitarbeiter bekommen. Also es ist durchaus so, dass es, waren mir jetzt nicht bewusst oder so, aber es war irgendwie interessant. Es ist ein Thema, wo man offene Türen einrennt und wenn man etwas tut, gibt es auch eine Möglichkeit, dass man dafür irgendwann eine Honorierung findet. Das war das, was ich vorhin aus dem Publikum meinte. Also es gibt eine Möglichkeit, wenn wir uns unsere eigenen Felder suchen, ja, und an der Hochschule wird man mit Mitarbeitern honoriert und wenn man das privat macht, dann vielleicht eigentlich eher mit Finanzmitteln. Also wenn man diesen Weg beschreitet, gibt es dort sehr, sehr viele Tätigkeitsfelder. A, kommunikative Kompetenzen hineinzubringen. Also wir wissen aus dem Design heraus, wie man verschiedene Menschengruppen quasi miteinander in Dialog bringt, wie man Probleme irgendwie erstmal identifiziert in der Gesellschaft und wie man dann zusammen über Problemlösungen spricht. Und um auch nochmal in diese Vorrednerinnen und Vorredner einzugreifen, die in der politischen Teil waren, ich glaube nicht, dass wir in diesem Bereich stehen bleiben können. Also meine Aufgabe ist nicht zu Ende, wenn wir diesen Dialog haben und diese Diversifizierung deutlich wird, diese ganzen verschiedenen Meinungen, die Ängste vor diesen Dingen, sondern wir müssen natürlich als Designer und Designer irgendwann dahin kommen und müssen ein Produkt machen, ein Werk schaffen. Wir müssen uns also entscheiden, also ungefähr verabschieden und zu sagen, ja, ich nehme aus dieser ganzen Diversifizierung eine Haltung ein, eine Stellung, wir machen das an der Stelle so, aus gutem Gewissen und Gewissen. Deshalb sind wir tatsächlich in diesem Kreativbereich eigentlich immer Menschen, die so hin und her springen. Also einerseits versuchen, eine objektive Perspektive zu bekommen auf das, was Daten sind. Und da kommt Ihre zweite Frage, nämlich Daten sind ja erstmal nur Zahlen, Nullen und Einsen. Und die Frage ist, was diese Nullen und Einsen alles sind, ist dann, wie generiere ich daraus Wissen? Ja, Wissen im Sinne vom Wortstamm, also visua, ich habe gesehen. Also was habe ich gesehen, wenn ich mir diese Daten anschaue, die Wiederholung übersetze? Und das ist natürlich ein interessanter Punkt, auch in dieser ganzen Bildungsdebatte. Was passiert eigentlich quasi mit den Dingen, die wir jetzt abliefern? Ja, die Summe ist mehr als die einzelnen Teile nebeneinander. Was kann man quasi machen, wenn wir überall Wissen abliefern? Was wird dann quasi als Netzwerk, als Synthese davon wieder generiert? Und das sind natürlich total spannende Prozesse. Was passiert, wenn Sie als Lehrer vielleicht hier irgendwo sitzen, haben eine Klasse, die Klasse liefert irgendetwas ab? Was macht dann vielleicht irgendwie ein großer Konzern aus diesem ganzen Wissen aller deutschen Schulen, was hier quasi im Moment gerade passiert? Was, ja, also was ist quasi, was ist machbar aus Wissen? Was ist von uns als Hochschuldozenten? Was kann man mit unserem Wissen machen, mit dem Wissen unserer Studierenden, die das ins Netz einspeisen? Das heißt, aus diesen, ja, Zahlenkolonnen wird dadurch, dass ich sie anreihe, nicht eine Reihe von Zahlen, sondern es wird ein höherwertiges Wissen,
Nämlich, ich kriege eine Idee, wie Menschen ticken, was sie denken, was sie umtreibt und so weiter. Und das kann ich negativ nutzen oder ich kann es positiv nutzen. Und wir haben gesagt, das Glas quasi, ne, ist nicht halb leer, sondern halb voll. Wir wollen zusammen jetzt tatsächlich gucken, wie man die Digitalisierung und Bildung dieses Thema zusammen gemeinsam positiv angeht und gestaltet. Und das finde ich für Public Interest Design. Wir sind nicht nur die Kritiker eines Systems, sondern Design wird erst was daran, wenn wir tatsächlich aus dieser Kritik heraus gemeinsam mit Menschen Lösungen finden und aus dieser, wie es in der Soziologie gerade so schön war, wir verhalten uns nicht, wir müssen uns verhalten. Also an irgendeiner Stelle, ja, ist die Frage, wie verhalten wir uns, wie finden wir eine Antwort darauf, an welcher Stelle, was machen wir, wie intervenieren wir? Also an irgendeiner Stelle X gehen wir weg aus dieser Pluralität. Zu dem Punkt kommen wir, glaube ich, später nochmal, da können wir nochmal ins Detail eingehen. Vielleicht als letztes zu, ja, beschäftigt sich zum einen mit dem Thema Verantwortung im Design, kommst zum anderen aber auch aus der Praxis und gestaltest selber Lösungen für Nutzer und Nutzerinnen. Dein Beitrag nimmst du das Beispiel Nudging. Vielleicht könntest du aus deiner Perspektive erstmal erklären, was ist überhaupt Nudging? Und dann erklären, wie Daten von Nutzerinnen eingesetzt werden für das Nudging und wie auch Gestaltung diese Daten einsetzt. Ja, also Nudging ist erstmal eine psychologische Methode. Das geistert seit ungefähr 10 Jahren durch den Diskurs. Und wenn man das Wort einfach mal übersetzt, bedeutet das was Ähnliches wie schubsen. Und das heißt eigentlich, dass man Menschen in eine Richtung schubst und ihr Verhalten in eine bestimmte Richtung ändert. In der Theorie und im akademischen Kontext ist es meist so ein bisschen damit konnotiert, dass man den Menschen etwas Gutes tun möchte. Also es wird dann zum Beispiel beschrieben, dass man Menschen dazu bringen kann, sich gesünder zu ernähren. Das ist ganz simpel. Man kann zum Beispiel ganz blödes Beispiel, ein Spiegel hinter dem Buffet aufhängen, das ist eine Nudging-Methode, dann greifen Leute zu gesünderem Essen. Man kann durch Portionsgrößen, durch die Positionierung von Lebensmitteln, kann man Menschen dazu bringen, sich gesünder zu ernähren. Das ist eine Form von Nudging. Das ist gerade tatsächlich auch seit ein paar Tagen ganz aktuell hier im deutschen politischen Diskurs, zum Beispiel der Organspendeausweis, wenn man den jetzt per Gesetz einfach vorgibt, dass man dem aktiv widersprechen muss, seine Organe zu spenden, dann ist das auch eine Form von Nudging. Also Menschen werden sanft in die Richtung geschubst, doch bitte ihre Organe herzugeben. Das ist alles Nudging. Und das, wie fast jede funktionierende psychologische Methode, kommt irgendwann auch im Kapitalismus an und irgendwann auch im Design. Und gerade im Bereich Human-Computer-Interaction findet das täglich statt. Und wir alle werden das wahrscheinlich als Nutzerinnen und Nutzer auch schon mal erlebt haben. Auch ein blödes Beispiel, wenn Sie schon mal in Ihrem Leben ein Hotel gebucht haben, je nachdem auf welcher Seite das war, blinkt dann da ganz wild auf, dass sich gerade noch 5 andere Menschen das Hotel angucken und dass es gerade aktuell 5-mal gebucht wurde und dass das jetzt und so weiter, das ist alles Nudging, also Menschen werden sanft dann in dem Fall in die Richtung geschubst, das Hotel zu buchen. Und da komme ich dann, bin ich glaube ich sehr nah bei Christian, der natürlich die Gefahr der Daten in seinem Beitrag beschrieben hat. Das kann man natürlich auch kontextsensitiv und datensensitiv nutzen. Also man kann natürlich Menschen, je mehr man über die weiß, desto effektiver kann man sie natürlich schubsen und desto effektiver kann man sie zu einer Entscheidung drängen. Also man kann eventuell über Daten gerade einfach herausfinden, ob der Mensch in welchem räumlichen Kontext er sich befindet, in welchem emotionalen Kontext er sich gerade befindet. All das sind Daten, die man theoretisch auslesen kann, all das sind Sachen, die man vor allem im Bereich Interface Design wahnsinnig gut nutzen kann, weil das lässt sich natürlich relativ gut auch messen. Also es ist eine Methode, die einfach effektiv funktioniert. In meinem Beitrag habe ich das hoffentlich deutlich gemacht, dass ich das durchaus kritisch sehe selbst, weil es natürlich, selbst wenn dahinter theoretisch der positive Gedanke ist, also es ist natürlich nett, wenn Menschen Organe spenden, es ist nett, wenn Menschen sich gesund ernähren, trotzdem ist es natürlich ist jede Form von Manipulation auch eine subtile Form von Zwang. Also Menschen werden paternalistisch Entscheidungen aufgezwängt, die sie sonst vielleicht so nicht getroffen hätten. Und selbst wenn das im Sinne, im Wohle der Gesellschaft ist oder im Wohle der Menschheit, muss man sich natürlich trotzdem die Frage stellen, wer die Entscheidung treffen darf. Also wenn ich Leute dazu zwinge, sich gesünder zu ernähren, dann brauche ich, finde ich, dafür irgendeine Form von Legitimation. Und da ist halt die große Frage, ob wir die als Designerinnen und Designer überhaupt haben. Vielen Dank.
Ich glaube, wir können jetzt eine leichte Überleitung machen zum ersten großen Themenkomplex und vielleicht da auch ein bisschen noch weiter im Datenkontext bleiben, aber auch über das öffentliche Interesse im digitalen Raum diskutieren. Die Nutzung von Daten, die ja eigentlich private Daten sind, vielleicht da nochmal die Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Daten eingehend. Christian Wolf, du sprichst von der Kommerzialisierung des Datenraums und sagst auch im Prinzip, dass es eigentlich keine wirkliche Öffentlichkeit mehr im Datenraum gibt, so wie ich das verstanden habe. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen. Es gibt eigentlich im Moment von den wirklich wichtigen Netzanbietern, oder nicht Netzanbietern, aber Serviceanbietern, ein Highlight, und das kann man sich gar nicht oft genug am Tag sagen, wie großartig das eigentlich ist, das ist die Wikipedia. Das ist das beste Beispiel dafür, dass es auch anders geht. Also das ist eine nicht kommerzielle Website, die wir alle, als wir sie letzte Woche nicht erreichen konnten, wahrscheinlich vermisst haben, weil die auch gestreikt haben wegen dieser EU-Richtlinie. Und man merkt es tatsächlich erst, wenn es mal nicht da ist, wie wichtig das eigentlich ist. Und dass das funktioniert und wie lange das schon funktioniert, ich glaube seit 17 Jahren, ist einfach großartig. Nebenbei hilft das aber nicht darüber hinweg, dass es eben ganz viele Dienste gibt, die auch ursprünglich mal irgendwie so angetreten sind, dass sie formuliert haben oder am Anfang attestiert haben, demokratisch zu sein, die es einfach von Anfang an gar nicht waren und uns bis heute eigentlich den Bären aufbinden, dass wir ihren Dienst nutzen. Und tatsächlich liefern wir aber eigentlich die Daten, die sie brauchen. Und jetzt kann man überlegen, sind das jetzt private Daten, wenn ich observiert werde? Sind das bestimmt in einer gewissen Weise? Oder sind das öffentliche Daten? Und wo gibt es eigentlich öffentliche Daten? Aber ich finde die Frage nach privat und öffentlichen Daten eigentlich gar nicht so wichtig. Schwierig oder gefährlich wird es einfach nur dann, wenn man nicht weiß, wer hat denn jetzt eigentlich diese Daten? Und wenn wir diese Daten Libertären, Silicon Valley Firmen anvertrauen, dann sind die da einfach nicht in guten Händen. Und es wäre gut, wenn man darüber nachdenkt, was eigentlich passiert mit diesen Daten, die wir erzeugen und wie wir uns vielleicht diesen Diensten nicht so völlig widerstandslos ergeben. Also vielleicht noch ein Gedanke zu öffentlichen Daten. Es gibt natürlich öffentliche Daten, da ist es auch völlig unstrittig, die zum Beispiel von Open-Data-Portalen von Kommunen oder Städten bereitgestellt werden, mit denen man auch eine ganze Menge machen kann. Und viele Kommunen wollen da auch sehr offensiv dran gehen. Auch in Wuppertal ist das ja so, dass man da eigentlich ganz viel sehen kann, worüber man sich wundert, wenn man mal reinguckt, was da alles möglich ist. Also ich glaube, diese Art der Herausstellung von Daten oder des Herausgebens von Daten ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Man muss reingucken können und man muss sich selbst überlegen können, was kann ich eigentlich damit machen. Ich glaube, ich versuche es nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Eigentlich ist, glaube ich, da diese Unterscheidung zwischen den öffentlichen und privaten Daten, dass die privaten Daten eigentlich die Metadaten sind, meine Informationen, die ich auf Facebook stelle, meine Nachrichten, die ich über das Web sende, die dann bei irgendwelchen, zum Beispiel amerikanischen Konzernen liegen, wo ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Im Gegensatz zu den öffentlichen Daten, die Daten zum Beispiel von Kommunen sind, die von Open-Data-Bewegungen genutzt werden und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Ich muss einmal ganz kurz etwas dazu sagen, weil ich finde, dass du einen ganz spannenden Punkt angesprochen hast. Du hast gesagt, man weiß nicht, was mit den Daten passiert, wo die landen. Und du hast aber davor das Beispiel Wikipedia genannt. Ich finde das Beispiel Wikipedia durchaus kritisch, auch wenn ich die Plattform ganz, in der Theorie ganz toll finde und natürlich auch nutze. Aber so richtig transparent, wer dort die Daten generiert, ist ja auch nicht. Also im Sinne von, da stehen Dinge und die werden als Wahrheit postuliert. Wer diese Sachen geschrieben hat, ist aber jetzt nicht vollumfänglich transparent. Das heißt, in dem Falle kann zwar jeder seine Daten nachverfolgen, aber wir können als Nutzerinnen und Nutzer nicht nachverfolgen, wer diese Daten generiert hat. Und das ist natürlich auch ganz schön gefährlich, weil das
diesen vermeintlich objektiven Anstrich hat, aber wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist das zumindest eine extrem männliche Sichtweise, die da das Weltgeschehen in lexikalischen Einträgen beschreibt, und das ist auch eine Sichtweise, die eher aus in dem europäischen und US-amerikanischen Raum stammt. Sprich, das schreiben weiße Männer die Wahrheit über die Welt. Weshalb ich das Beispiel nicht so ganz gelten lassen würde, und ich glaube, man müsste bei sowas zumindest auch, also wenn wir über Daten sprechen, auch sagen, ja, toll, dass es das gibt, aber dann müssten die Daten auch da in jeder Richtung vollumfänglich transparent sein. Darf ich da direkt noch antworten? Das stimmt natürlich, da gibt es auch Konflikte, die ausgetragen werden und Fraktionen, aber letztlich ist der Weg, der da beschritten wurde, glaube ich, der richtige, nämlich dass man in irgendeiner Weise versucht, Regeln zu finden und in irgendeiner Weise Möglichkeiten aufzeigt, und die sind da transparent eigentlich, wie man damit umgeht. Wir hatten ja gerade bei deinem Projekt, Jana, auch die Frage, wie kann man denn überhaupt Gemeinnützigkeit bei digitalen Projekten feststellen, und in der Wikipedia gibt es Regeln, die sowas irgendwie gewährleisten sollen. Also weit weg von dem, was die Datenkraken tun. Ich glaube, in dem Kontext ist die Frage auch nochmal sehr wichtig, wer überhaupt die Hoheit über die Daten hat. Vielleicht René Smolarski aus dem Bereich Citizen Science kommt. Hat er eine Idee dazu? Ja, das ist ein bisschen schwierig bei dem Bereich, weil der ja noch nicht so etabliert ist. Es ist eh immer ein bisschen schwierig, wenn der Wissenschaftsbetrieb mit drin ist, weil das natürlich die Universität, und man macht ein Forschungsprojekt, und wie wir das aus dem Forschungsbetrieb kennen, es wird bezahlt von irgendwelchen Fördergebern, dann hat man halt ein Projekt, die Daten gehören erstmal der Uni oder wie auch immer. Bei den Citizen Science Projekten ist das ein bisschen, ja, ich glaube, das kommt sehr aufs Projekt an. Also das, was wir jetzt zum Beispiel überlegen, ist ja, oder was wir eigentlich vorhaben, ist ja, dass wir sozusagen das Recht am digitalen Bild bekommen für unser Projekt. Während das Original, wo das liegt, ist ja für uns eigentlich nicht relevant. Damit ist es ein bisschen schwierig, privat und öffentlich. Also das ist natürlich freiwillig, jemand gibt uns das und damit eine Einverständniserklärung. Aber das ist natürlich, sobald wir das wieder digital zur Verfügung stellen, sind das wieder andere Rechte, dass wir das überhaupt dürfen. Also rechtlich ist das sozusagen alles ein Punkt, der auch im Wandel ist, also wo man halt zur Zeit überlegen muss, wie man so ein Projekt, das passiert halt immer auf der freiwilligen Datenfreigabe. Anders können wir das nicht machen. Und dann in der Hoffnung, dass man sozusagen mit dem Projekt so ein bisschen dann einen Impuls hat, wo man halt auf den Daten forschen kann, werden die Forschungsdaten natürlich wieder gemeinfrei sein müssen. Also das ist auch so, also die Plattform, die da entstehen soll, muss Open Source sein, die Daten müssen Data sein, ansonsten macht das keinen Sinn. Und in dem Punkt nochmal jetzt auf die Wikipedia, ich finde die auch als Plattform gut, ich denke, das ist auch ein bisschen das Problem bei so großen Plattformen, dass man dann auch so Hierarchien hat, die sich dann irgendwie entwickeln, und ob man das vermeiden können, ja, wie gesagt, wir fangen erst an. Ich denke, da vielleicht eine kleine Anregung rein für das nächste Thema. Könnte es nicht vielleicht auch, dein Punkt aufgreifend, eine Aufgabe für Public Interest zu sein, die Autorenschaft zum Beispiel in der Wikipedia möglichst divers zu machen? Sagen, darauf zu achten, dass es nicht nur die alten weißen Männer sind, überspitzt gesagt, die etwas eintragen. Ja, ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, die Autorenschaft im Internet irgendwie mal anzugehen. Also ich glaube deshalb, es gibt wahnsinnig viele Themen, die so für angehende Public Interest Designerinnen und Designer so jetzt im Moment da liegen, weil wir haben eigentlich einen komplett neuen Raum, der aufgemacht ist, der quasi diesen analogen Raum nicht nur spiegelt, sondern der ihn in einer transformierten Art und Weise, viel hochgradiger vernetzten Art und Weise und viel zugänglicheren, aber auch viel sensitiveren Art und Weise für uns erstmal bereitstellt. Wir wissen noch gar nicht genau, ja, was da eigentlich alles passiert. Wir sind mittendrin in so einem Transformationsprozess, und insofern ist natürlich die Frage, ja, an welcher Stelle soll ich da reingehen? Also soll ich mich jetzt darum bemühen, irgendwo einfach ein Stück weit zu gucken, dass wir eine Sensibilität für Autorschaft bekommen, vielleicht, wie nach meinem Thema, schon in den Schulen. Ja, also dass wir schon in den Schulen anfangen zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, wo ist denn das Wissen her? Ihr evaluiert, was ihr da quasi mit was ihr arbeitet. Und wenn ihr selber etwas äußert, dann, ne, habt ihr auch eine Verpflichtung,
die Autorschaft irgendwie bekannt zu geben und so weiter. Und wenn ihr euch vernetzt, dann vernetzt ihr euch mit anderen Autorinnen und Autoren und wenn ihr kommentiert, so ähnlich. Also wenn andere kommentieren, ohne ihre Autorschaft preiszugeben, ist es dann halt auch wieder die Frage, ja, ist das jetzt irgendwie ein Weg oder müssen wir daran was ändern? Also ich glaube, hat man ein Thema von, ich glaube, hunderten Themen, die da irgendwie oder tausende Themen, die da irgendwie für Public Interest Designerinnen und Designer einfach liegen. Also deshalb glaube ich, es ist eine riesengroße Landschaft, in der wir eigentlich die Welt quasi neu sortieren, neu ordnen können, ein Stück weit. Und überall ist Gestaltung notwendig. Also gerade dieses Thema irgendwo Autoren, das Schöne ist ja jetzt im Moment, jeder hat natürlich eine sehr einfache Zugänglichkeit zu diesem Medienmarkt. Ja, also ich kann, wenn ich möchte, jeder kann quasi sagen, ich stelle da etwas ins Netz und alle können es lesen. Das war vorher ein Privileg. Also vorher musste man einen Vertrag bekommen von einem Verlag oder irgendwo eine große Rundfunkanstalt, musste ein Interview mit jemandem führen. Es hatten nur wenige eine Zugänglichkeit überhaupt der Öffentlichkeit. Heute im Grundsatz jeder. Ja, das hat natürlich riesengroße Probleme. Und da kann man natürlich einhaken, also eine Sensitivität schaffen durch Aufklärung. Ich bezeichne Digitalisierung auch als ein großes Aufklärungsprojekt, also ein großes neues Aufklärungsprojekt, weil uns, man spricht immer davon, bestimmte Rechte der Aufklärung sind uns genommen worden, also sind zerstört worden durch dieses Silicon Valley. Aber es gibt eine neue Chance, Glas ist halb voll. Ja, wir müssen quasi versuchen, dieses Aufklärungsprojekt wieder neu voranzubringen und sagen, okay, wir können nicht mehr zurück. Also wir können das nicht alles einschränken, was der analogen Welt entspricht im Internet, sondern wir müssen überlegen, was für eine Welt wollen wir leben, wie sollen die Beziehungen zwischen Menschen dort geregelt sein. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung dazu. Öffentlichkeit ist auch nicht immer positiv, gerade im Internet. Ich merke das an meiner eigenen Plattform. Ich betreibe auch eine Bildungsplattform, zwei inzwischen, auf meiner eigenen Webseite. Wenn ich die freischalte für die Öffentlichkeit, ja, da ist 90-95% destruktive Öffentlichkeit. Also Kommentare, die nichts mit diesen Themen zu tun haben, die rein subversiv sind. Ja, wo ich denke, ich weiß nicht, warum sich so viele Leute so viel Mühe geben, irgendwelche Kommentare so rein. Also wenn sie die nicht redaktionell bearbeiten, zum Beispiel solche Spalten, ist eine Öffentlichkeit wahnsinnig lästig, ja, im Internet. Das heißt, es sind ein paar gute Sachen drin, wirklich konstruktive Lesermeinungen und so weiter, Anregungen drin, die gehen fast unter in einem Meer von merkwürdigen, ja, destruktiven Sachen. Und wenn man das Englisch veröffentlicht, noch aus aller Welt. Das heißt, das ist ja also auch mit Öffentlichkeit. Was ist denn das für eine Öffentlichkeit? Das hätte sich nie jemand getraut, sowas bei mir persönlich irgendwie durch den Briefkasten zu schmeißen oder mir persönlich zu sagen in meinem, ja, Internetforum, hauen die das alle rein, weil sie sind anonym. Das heißt, diese, ja, Öffentlichkeit ist nicht per se im Internet zumindest mehr etwas, was etabliert ist, was Gutes ist, sondern es ist auch was sehr, sehr Destruktives mit da verbunden. Und deshalb auch wieder Aufklärungsprojekt für Public Interest Designer und Designerinnen. Lass uns doch überlegen, was waren die großen Ziele der Aufklärung damals, ja, quasi auch mit Buchdruck zusammen und so weiter. Was könnten heute große Ziele sein, die mit der Digitalisierung einhergehen? Ich sehe da ein ganz, ganz Riesenfeld für unseren neuen Studiengang. Vielleicht darauf eingehen, also auf im Prinzip den vorletzten Punkt. Wie kann das Web genutzt werden, um ein öffentliches Interesse denn vertreten zu können? Weil im Moment habe ich so das Gefühl, wird hier gesagt, es ist eigentlich sehr kommerziell und eigentlich nur noch geprägt von großen Firmen. Aber noch haben wir ein freies Internet und noch kann da jeder machen und schreiben, was er möchte. Wie können wir es dann irgendwie schaffen? Wie können wir da hinkommen, dass wir unsere Interessen, wir haben eben schon gehört, eigentlich gibt es nicht das öffentliche Interesse, eigentlich gibt es viele Interessen, die dort aber gebildet werden können. Ist das nur Social Media oder können wir da auch vielleicht andere Wege nutzen oder auch moderieren als Designer? Ich finde das eine super spannende Frage, weil eben gerade in der ersten Produktdiskussion fiel ganz oft das Wort Arena. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wie sich Öffentlichkeit bildet, dann war das über Jahrhunderte davon geprägt, dass es einen öffentlichen Raum gab, in dem theoretisch jeder und jeder hätte teilhaben können. Praktisch war das natürlich nicht immer so, aber es gibt zumindest immer einen Raum, der relativ barrierefrei zugänglich war, wo jeder seine Meinung kundtun konnte, der aber natürlich auch gewissen Regeln unterliegt und auch einer gewissen sozialen Kontrolle. Also wenn man sich hier auf den Marktplatz stellt und seine Meinung rausposaunt, dann muss man gegebenenfalls damit rechnen, dass dem auch Menschen widersprechen
und so weiter. Und man muss auch damit rechnen, dass gegebenenfalls man gegen Gesetze verstößt. Wenn wir jetzt in den digitalen Raum denken, dann wäre mein vorsichtiges Gefühl, dass diese Form von Arena einfach fehlt, weil es keine neutrale Infrastruktur gibt. Also die gesamte Infrastruktur, die es im digitalen Raum gibt, ist durch irgendwelche Unternehmen geprägt. Oder sie hat einfach nicht die Reichweite, dass sie wirklich relevant ist. Aber alle großen Social-Media-Plattformen sind eben keine neutralen Plattformen, keine neutralen Arenen zum Meinungsaustausch, sondern eben Arenen, in denen Unternehmen damit Geld verdienen. Und tatsächlich wird dadurch ja auch ein Diskurs gelenkt. Also es ist nun mal einfach so, dass dieses Belohnungssystem im Interface-Design in diesen Social-Media-Kanälen dazu führt, dass gegebenenfalls Meinungen, die sehr polarisieren, dazu führen, dass sie durch viele Likes das Belohnungssystem aktivieren. Das heißt, die Leute werden eher dazu animiert, auch mehr in diesem unqualifizierten Zeugs zu äußern. Und gleichzeitig fehlt so ein bisschen der Gegenwind. Es ist natürlich US-amerikanisch moderiert, das heißt, gegebenenfalls greifen auch Gesetze nicht. Und mein Gefühl wäre, dass einfach diese neutrale Plattform fehlt für einen Meinungsaustausch, diese neutrale Arena. Ja, sehr interessant. Würde ich gleich mal drauf reagieren wollen, mit dem Arena-Begriff. Also ich glaube, wir können nicht nur sozusagen diese Einschränkung der Arenen auf die Konzerne lenken, sondern es liegt auch daran, dass wenn eine Arena entsteht, also wenn einer auf dem Marktplatz schreit, dann stehen da Leute drumherum, die erstmal mit der Sache nichts zu tun haben und die auch ganz anderen Ideen angehören oder wie auch immer. Im Internet hat man das Problem, dass sich diese Blasen bilden. Also dass diese Arenen sozusagen ja eigentlich dann nur von Leuten bespielt werden oder häufig, die sozusagen eh in dieser Arena sind. Das heißt, man erreicht gar nicht mehr denjenigen, den man wahrscheinlich erreichen möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine relativ breite Öffentlichkeit mit einem Anliegen erreichen möchte, das noch keine Öffentlichkeit hat, ja, dann komme ich sozusagen in irgendeine Arena rein, die eigentlich mit meinem Thema nichts zu tun hat und die mich wieder ausstößt, weil sie sagt, ja, geh doch woanders hin, das ist nicht dein Platz. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass es auf dem Markt was anderes wäre. Da muss sich es erstmal jeder anhören. Was man da dagegen tun oder was die Leute dagegen tun oder davon halten, ist wieder was anderes. Aber den Punkt hat man wahrscheinlich wirklich nicht, dass man sagt, ja, das hat jetzt gar nicht mal so groß nur was mit den Konzernen oder wie auch immer zu tun, sondern auch damit, dass es so viele Arenen. Also die sozusagen auf einen kleineren, ganz konkreten Punkt fokussiert sind und damit eigentlich gar nicht offen für das, was ich eigentlich vielleicht möchte. Ich habe da noch einen Widerspruch eigentlich zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn wir nur nebeneinander reden, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also du sagst, es ist jetzt anders als vorher. Also vorher war alles gut, jetzt haben wir das Digitale, jetzt haben wir irgendwie so da so eine Ungeregeltheit. Oder wo ich habe den Eindruck, dass wir jetzt ja, mit unseren analogen Medien auch natürlich ein sehr starkes Interesse haben, ja, von staatlichen Stellen, von bestimmten Stellen, denen diese Zeitschriften, Zeitungen und so weiter gehören. Also es ist genauso kommerzielles Interesse, es ist ein politisches Interesse und so weiter. Ich habe heute Morgen mal, nachdem Deutschland so verhauen wurde, auf dem NATO-Gipfel mal geguckt, welche der großen Zeitungen, kann man im Internet ja sofort schnell machen, welche der großen deutschen Zeitungen hat dem widersprochen und gesagt, 2% vom Bruttosozialprodukt, das ist eine ganze Menge. Ja, das wollen wir für was anderes ausgeben. Vielleicht gibt es in Deutschland eine ganze Menge Leute, die da irgendwie anderer Meinung sind. Keine einzige unserer Zeitungen hat sich das getraut. Ja, nur mal so, im Internet gibt es eine ganze Menge dazu, wo Leute wirklich sagen, okay, also hier an der Stelle, ne, nur mal so, zur Freiheit der Medien. Ja, wahrscheinlich irgendwie die Frage ist, warum haben sie sich das nicht getraut? Weiß ich nicht, ja, aber kann man spekulieren, aber es ist nicht passiert. Ja, bekanntlich haben heute Abend noch nicht Tagesthemen oder Tagesschau oder so weiter. Kann man wahrscheinlich auch mal gucken, haben die eine kritische Position oder sagen die wie geprügelt darum, ja, ja, wir bemühen uns darum jetzt na, und so weiter nochmal, das sind 20 oder 30 Milliarden, über die wir hier reden, 30 Milliarden quasi für sinnlose Rüstungsgüter auszugeben, ja, wo alleine Amerika schon das Zehnfache hat von den Russen und wir alle zusammen in der NATO wahrscheinlich 20 mal so viel für Rüstung ausgeben. Wo steht das bitte im Internet? Ja, es gibt Foren, es gibt Menschen, die das bringen, es gibt Menschen, die das teilen. Wir waren vorhin Friday for Future und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge neue Bürgerbeteiligung, die sich über soziale Medien organisieren. Also ich sehe da sehr, sehr viel Positives, ehrlich gesagt, im Internet. Sehr viel ja, von unten her wieder kommendes an bürgerlichem Engagement, was wir auch natürlich hier im Design wieder unterstützen können, wo wir vielleicht Foren irgendwie etablieren können, Menschen ins Gespräch bringen können, Dinge unterstützen können und so weiter, uns Aufgaben suchen können. Also ich sehe das nicht unbedingt als ein Problem, abgesehen davon, dass natürlich damit natürlich auch ein Missbrauch möglich ist.
beantworten. Ich sehe auch auf keinen Fall die digitale Welt als Problem. Ich sehe es höchstens als Problem, dass sie eben, wie Christian auch in seinem Beitrag ganz beschrieben ist, eben von sehr wenigen Konzerninteressen gelenkt ist. Also prinzipiell ist es natürlich eine wahnsinnig tolle Möglichkeit der Demokratisierung. Jeder kann seine Meinung äußern. Das kann auch ganz schön toll sein. Und ich sehe auch nicht prinzipiell Daten als Problem. Auch aus der Analyse von Daten kann man ganz schön viel Tolles machen. Was übrigens zur Verteidigung manchmal so die bösen kapitalistischen Unternehmen ja sogar tun. Also man kann Firmen wie Google machen auch wahnsinnig spannende Projekte, wo sie einfach durch die Datenmenge es schaffen und durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz Fotos so zu analysieren, dass sie zum Beispiel Krankheiten am Gesichtsausdruck erkennen können und so weiter. Es gibt total spannende Projekte, die nur über die Vielzahl von Daten überhaupt möglich sind. Also ich sehe das keinesfalls nur negativ. Vielleicht lenkt uns das ja einfach auch mal ab. Dass ich gehe mal auf Christians Beitrag, du kannst ja dann gerne noch was dazu sagen. Also ich habe heute Morgen noch mal gelesen, deinen Beitrag, und ich fand das ganz interessant, also die Auswertung, ja, wenn man immer denkt, soziale Medien sind so lukrativ, da stand jetzt drin, wenn alles ausgezahlt werden würde, was mit Werbeeinnahmen verdient würde, hätte jeder 3,50 Dollar oder 3,50 Euro, ja, jeder einzelne Mitglied in diesem sozialen Netzwerk, ja, Facebook und so weiter. Also ist denn das wirklich ein Punkt? Scheißen die uns ja für den Service, die sie uns zur Verfügung stellen, für 3,50 Euro irgendwie Mitgliedsbeitrag? Würde man sagen, das könnte ich aushalten. Die Gefahren liegen doch nicht im Kommerziellen, dass die unsere Daten quasi irgendwie vermarkten. Die Daten, die Gefahren liegen darin, ja, was im Missbrauch der Daten vielleicht, ne? Wenn jetzt wie bei Erdogan und so weiter mal eben schnell die Benutzer einer bestimmten App gescannt werden und dabei Tausende von Verhaftungen passieren, da liegt das ganz große Orwellsche Risiko. Und das wird ja nur abgelehnt. Also immer diese Kommerzialisierung quasi nach vorne zu schieben, die verdienen sich blöd. Klar verdienen sich blöd, weil sie eine Marktlücke erkannt haben, die hier in Deutschland irgendwie offensichtlich niemand erkannt hat, so schnell. Aber ja, Steuern müssen die auch zahlen, ist auch ein Thema, aber nicht für Public Interest Design. Ich glaube, Public Interest Design ist tatsächlich die Frage, wie kann man dieses gewaltige Missbrauchspotenzial, diese Orwellsche Zustände, wenn China statt auch mit drin, ja, deshalb wäre doch ein interessanter Punkt, chinesische Verhältnisse, die wir jetzt teilweise schon haben, zum Beispiel zu verhindern. Ja, das war vor anderthalb Jahren, ja, da wusste man, was auf einen zukommt oder was auf China zukommt mit dem Sozialkreditsystem, aber es war tatsächlich unvorstellbar und jetzt ist es soweit. Also es ist schneller gegangen und da war die Prognose, es dauert 2 Jahre, jetzt ist es soweit und China wird das exekutiert und die Leute haben jetzt darunter zu leiden. Das ist tatsächlich so, dass die Daten missbräuchlich damit angearbeitet. Vielleicht noch zu dem zu diesem wünschenswerten demokratischen Aspekt, den das Internet bietet. Ich glaube, das wird das Internet nie tun, genauso wie das im richtigen Leben ja auch nicht so idealistisch, wie wir uns das vorstellen, stattfindet. Jeder kann sich ja immer irgendwelchen Informationen verschließen und das Internet ist ja gerade dazu prädestiniert, dass ich mich nur auf Kanälen bewege, wo ich sowieso nur Bestärkung finde und das immer Gleiche repetiert wird und man nie auf andere Gedanken kommt, wenn man sozusagen seine Filter so eingestellt hat. Deswegen glaube ich nicht, dass das Internet der Raum ist, der in irgendeiner Weise die Demokratie fördert, sondern das kann eigentlich nur passieren, wenn man zusammensetzt. Und vor allen Dingen auch deswegen, weil man an einem bestimmten Ort zusammensetzt. Das Internet hat ja keinen Ort in dem Sinne. Es gibt natürlich bestimmt auch Foren, die sich an geografischen Anlässen orientieren, aber nur wenn man an einem bestimmten Ort die Probleme lösen will und dann zusammenkommt, und das sind eben so vielleicht Nachbarschaftsgeschichten oder das, was auch im Public Interest Design ja viel verfolgt wird, dann kann man, glaube ich, solche Strukturen etablieren. Das Internet taugt dazu einfach nicht. Das kann unterstützen. Aber wir können diesen Anspruch, den das Web 2.0 vielleicht in den Nullerjahren mal so in Aussicht gestellt hat, überhaupt nicht erwarten. Wenn ich nur auf die Zeit gucke, würde ich ganz gerne nochmal zu unserem nächsten Thema übergehen. Und zwar den Aufgaben des Public Interest Designs in der Digitalisierung. Und ich glaube, aus diesem doch recht negativ gezeichneten Bild hier gerade, würde ich ganz gerne überleiten mit einer Frage an dich. Du hast in deinem Text ein Bild verwendet, was ich sehr, sehr schön fand, den Public Interest Designer, Public Interest Designerinnen als heroischen Retter, was einen selbst natürlich erstmal so ein bisschen sich gut fühlen lässt. Vielleicht kannst du dazu ein paar Punkte sagen. Also der heroische Retter war zumindest in Anführungszeichen gesetzt. Ich finde, das ist ja tatsächlich die größte Herausforderung jetzt auch für den Studiengang oder überhaupt für jeden, der sich mit dem Thema beschäftigt. Die Frage ist,
Wer legitimiert denn jemanden dazu, zum Retter zu werden? Also warum dürfen Sie als Studierende auf einmal zu Retterinnen und Retter werden? Weil ich habe mir das zum Beispiel nicht gewünscht und vielleicht haben sich das ganz viele andere Menschen auch nicht gewünscht. Also warum retten Sie etwas, was niemand beauftragt hat? Das ist die große Frage, die sich, glaube ich, stellt. Also wie kriegt man diese demokratische Legitimation dafür hin? Und ich glaube, dass da vielleicht aber gleichzeitig auch eine riesengroße Chance für Public Interest Design auch im digitalen Raum übrigens liegt, dass man einfach vielleicht sich eher auf Prozesse beschränkt und eher darüber nachdenkt, wie kriegt man zum Beispiel eine Infrastruktur hin, wie schafft man partizipative Prozesse, wie schafft man es, dass man tatsächlich das Public Interest, also das Interesse an der Öffentlichkeit herausfindet, wie schafft man es, sich tatsächlich in den Dienst einer Öffentlichkeit zu stellen, ohne dass man anderen Menschen paternalistisch irgendetwas aufzwingt. Das wäre, glaube ich, die große Herausforderung. Vielleicht können wir auch nochmal aus dem Aspekt her fragen, was einen Designer überhaupt qualifiziert, im digitalen oder überhaupt im öffentlichen Interesse tätig zu sein. Christian Wolf, du hattest, glaube ich, in deinem Text schon eine Idee vorgestellt, warum Designer dafür qualifiziert sind, die Aufgaben im Bereich, Public Interest Design zu übernehmen. Also ich glaube, dass das Public Interest Design ganz stark davon lebt, dass es diese mit Design Thinking Methoden gibt, mit denen man eigentlich ganz gut Probleme eruieren kann, die Akteure und die Benutzergruppen in den Blick bekommt und dann überlegt, wie kann ich denn einer bestimmten Sache unter die Arme greifen oder wie kann man da Hilfestellung bieten. Und das sind tatsächlich aus dem Design entwickelte Methoden, die man jetzt aber nicht mehr zur formal ästhetischen Gestaltung braucht, sondern einfach um Probleme erkennbar zu machen, um die greifbar zu machen und zu wissen, wo drückt der Schuh. Und ich glaube, das ist sowohl in der digitalen Welt als auch in der analogen der Grund, warum es Public Interest Design gibt, weil wir Werkzeuge haben, mit denen wir Probleme feststellen können und Zusammenhänge zwischen Problemen sehen können. Inwiefern kann man da dann vielleicht, inwiefern sind digitale Mittel da entscheidend? Funktioniert es mit digitalen Mitteln oder ist das vielleicht auch einfach eine Voraussetzung, dass es digital funktionieren muss? Wenn man jetzt in Richtung Partizipation denkt, für die Menschen erreichen? Ich glaube, Partizipation im Internet hat Axel gerade schon beschrieben, das tut eigentlich immer eher weh, wenn man da viele Stimmen hört, die will man gar nicht hören. Und ich glaube tatsächlich, wir kommen mit dieser Fokussierung auf das Digitale oder warum jetzt Public Interest Designer besonders prädestiniert werden, in digitalen Medien zu arbeiten, kommen wir, glaube ich, nicht wirklich weiter. Das Public Interest Design ist vollkommen medienunabhängig und es gibt bestimmt Sachverhalte, wo sich die digitalen Medien eher eignen, um zum Ziel zu kommen, und es gibt welche, da braucht man eigentlich eher ein Plakat oder eine Postkarte oder was auch immer. Deswegen glaube ich nicht, dass wir so irgendwie am Schopf packen können, was brauchen wir jetzt für Public Interest Designer, die digitale Medien machen. Aber die Problemstellungen sind natürlich andere. Das haben wir ja zum Beispiel jetzt mit dem Gefahrenpotenzial in Daten so ein bisschen rausgestellt. Ich glaube nicht, dass es Public Interest Design für das Digitale als spezielle Disziplin geben muss. Sondern es ist immer der Blick auf die Dinge, wo kann man Probleme eruieren und dann entsprechend reagieren. Ich glaube, was auch interessant ist am Digitalen, ist natürlich, dass es neue Wege in der Designer-Kundenbeziehung irgendwie geschaffen hat. Ich meine, viele kennen das vielleicht, im Raum sitzen schon ein bisschen im Geschäft, sind natürlich die Frage, früher war es so, man bekam einen Auftrag, ja, und versuchte das so gut wie möglich zu machen. Heute geht man hin, soll eine Webseite quasi für ein Unternehmen haben und sagt erstmal, wer seid ihr überhaupt? Ja, wie wollt ihr euch dem Kunden präsentieren? Und auf einmal stellt man fest, die Unternehmen sind gar nicht so, die wissen gar nicht so genau, ja, was die machen wollen. Also die Webseite ist völlig unklar, also bis auf die Idee, dass sie eine machen wollen.
sondern die Frage, was das Unternehmen auszeichnet, was so eine Ethik, so eine Philosophie, so ein Produkt, ja, was sie in 10 Jahren, wo sie in 10 Jahren sein soll. Das heißt, diese ganze Geschichte hat das Kommunikationsdesign, glaube ich, groß gemacht in den letzten Jahren. Das heißt, die Unternehmen sind gar nicht so eine Kundenfront, die wissen nicht, sondern die ganze, das Design gestaltet quasi auch auf einer gewissen Weise seinen eigenen Auftrag mit. Jetzt haben wir neue Dimensionen, ja, Public Interest Design. Wir merken, die Öffentlichkeit, die ist auch gar nicht so fest. Die wissen genauso wenig wie die großen Auftrage, nur an der Oberfläche. Ja. Die Parteien, die wissen genauso wenig, ja, wie die Unternehmen jetzt, wo die in 10 Jahren stehen, wo die hingehen und so weiter, die sind auch weich. Das heißt, auch da wäre natürlich die interessante Frage für die Public Interest Designer, die Designerinnen zu sagen, okay, wir versuchen, ja, wie du gesagt hast, einen Design Thinking Prozess, also erstmal zu gucken, ja, wo stehen wir, wo wollt ihr hin, wer ist denn alles zu beteiligen bei euch, na, wer gehört denn alles dazu, wir bringen jetzt erstmal ein Dialogforum zustande, wir versuchen erstmal die Probleme zu identifizieren, auch mit einer Perspektive, wir versuchen erstmal so ein Selbstverständnis zu organisieren und das natürlich jetzt, bei den Unternehmen passiert es ja schon oft, wenn man diese Unternehmenscoachings macht, aber im öffentlichen Bereich ist eine Fehlstelle und ich glaube, diese Fehlstelle jetzt zu besetzen, ich bringe das nochmal runter vielleicht zu deiner Frage auch am Ende jetzt des Statements. Man muss natürlich im Design immer an kleinen Stellen anfangen. Also nicht jetzt quasi die ganze Welt transformieren, sondern man geht in kleine Stellen. Ich beschreibe einfach mal ein Projekt, was wir gerade machen. Das hat Anna-Gymnasium hier in Wuppertal, viele werden es kennen, manche waren vielleicht selber drauf. Die haben jetzt eine iPad-Klasse. 8. Klasse wird quasi komplett im iPad unterrichtet, nur iPads. So. Lange hat man sich dagegen gewehrt, in deutschen Schulen überhaupt die Sachen zu haben. Jetzt geht man, wie Deutschland halt so ist, lange gar nichts. Ne? Jetzt brauchen wir quasi in jeder Schule irgendwie. Ne? Ja, also die nächste Frage ist, was machen wir denn eigentlich damit? Ja, ich habe gesagt, okay, wir haben das mit dem Rektorat da zusammen mal besprochen, warum und wieso das Ganze. Ich habe auch mal Leute auf der Straße, also meine Nachbarn gefragt, wo die Kinder da hingehen. Ich habe, warum schicken ihr die Kinder jetzt in die iPad-Klasse? Man kann sich das aussuchen. Ja, der Direktor hat uns gesagt, das ist eine ganz tolle Sache. Warum, sage ich. Ja, was hat der Direktor gesagt, ja. Also insofern eine ganz interessante, ein Nichtwissen des öffentlichen Interesses, ja. Jetzt haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal gucken mit Forschung, was passiert überhaupt? Ihr seid ja schon dabei, also wir untersuchen die Prozesse. Wie ändert sich das Schüler-Schüler-Verhältnis, das Schüler-Lehrer-Verhältnis? Wie ändern sich jetzt quasi die Aufnahme von Wissen, das Mitkommen von schwächeren Schülern, also die ganze Diversifizierung in den Klassen? Wie ändern sich jetzt quasi überhaupt die Behaltensprozesse, die Aufmerksamkeitssteuerung? Wie weit ändert sich Schule irgendwie? Also wir versuchen dort jetzt Wissen zu generieren und nachher, also das ist jetzt wieder diese Beobachtung, diese diverse Perspektive, wo ich sage, da sind wir eher Moderatoren, Beobachter. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wenn man dann Designempfehlungen ausspricht, ist die nächste Frage, wie kann man quasi solche Prozesse so gezielt steuern, dass dieses komische iPad auch irgendwie einen Mehrwert für die Schule generiert? Weil das wäre dann wieder die Aufgabe für das Design, zu sagen, okay, lass uns doch mal gucken, es reicht nicht, so ein Ding in der Klasse zu haben, weil die Computer hatten wir ja auch schon, diese Computerklassen, Sprachlabore, alle sind wieder weg. Also wenn wir uns nicht darum kümmern, dass die digitalen Medien in der Bildung einen Mehrwert erzielen, und das können wir natürlich aus dem Design, wenn sie aus dem Medienbereich kommen, ganz gut. Ja. Ich glaube nicht, dass es jeder Public Interest Designer oder Designerin irgendwie tun muss, aber die Leute, die zum Beispiel eine mediale Vorgeschichte haben, Bachelor in dem Bereich und so weiter, oder affin sind, medienaffin, ich glaube, dass die dort wahnsinnig viele offene Türen einrennen. Und der Beratungsbedarf, also im Öffentlichen, die Schule ist ja ein öffentlicher Raum. Ja, und als Elternteil, als Schüler guckt man immer und denkt, die wissen, was sie machen. So der allmächtige Lehrer, noch besser da irgendwie die Direktoren, ja die Schulleitung und so weiter. Und auf einmal merkt man, die führen da quasi digitale Technologien ein und die wissen überhaupt nicht, was da passiert. Ja, so ein bisschen, ja. Und das finde ich natürlich toll. Das ist Öffentlichkeit, das ist öffentliches, ja, öffentliche Interessen auch von mir als Elternteil, von mir als jemand, der da auch Kinder in der Schule hat, ja, von mir als aber auch als Designer zu sagen, lass uns doch da einmischen, lass uns diese Prozesse, ich kann das nicht lösen, aber ich kann anfangen, Bewusstsein zu erzeugen, ich kann das, was wir da untersuchen, die Politik spiegeln, dort eine Sensibilität erreichen, in diesen Symposien und so weiter, versuchen mit Entwicklern zusammenzukommen. Wir haben alle Schulbuchverlage drin und geguckt, was entwickeln die für die nächsten Jahre. Gar nichts. Kein Schulbuchverlag in Deutschland hat eine Entwicklungsabteilung, wo die sich Gedanken machen, wie sieht das Schulbuch der Zukunft aus. Gibt es nicht. Können Sie alles irgendwie mal anfangen. Ja? Dann die nächste Frage. Ich habe gesagt, ja, wenn das dann da so weit ist, dass die alle iPads haben, dann entwickeln wir auch schon irgendwie etwas. Wer entwickelt das? Wo ist das öffentliche Interesse bei der ganzen Geschichte, was in den Schulbüchern steht? Wie sind Schulbücher bisher? Also was steht denn da bisher? Auch nicht, wie Sie gesagt haben, ist auch nicht neutral.
Auch da ist natürlich, ne, im Sinne des Aufklärungsprojekts, da ist eine ganz starke politische Ebene drin in dieser Frage, wie im Moment die Schulbücher gemacht werden. Wie sieht denn ein digitales Schulbuch aus? Also ist das offener, partizipativer, mit der ganzen Welt vernetzt? Habe ich Sprache nicht mehr nur jetzt hier im Unterricht mit meinem Lehrer als Dialog, sondern vielleicht mit allen möglichen Native-Speakern, die dabei sind? Habe ich einen politischen Diskurs, auch mit Gruppen, die gar nicht im Klassenzimmer sind? Also diese Freiheiten, die da drin stecken, theoretisch ja, die sollten wir uns in diesem Feld einfach irgendwie mal vornehmen. Ja, ich würde mich da gerne anschließen, und zwar, ich bin nun, komme gar nicht aus dem Designbereich, aber aus so einer Perspektive eines potenziellen Arbeitgebers. Also wenn wir so ein Projekt zum Beispiel starten, dann wissen wir auch nicht, wie wir eigentlich die Gruppe erreichen, die für uns relevant ist. Also jetzt das Beispiel Kino wieder mal, DDR-Kino-Projekt. Das ist also eine Generation, die ist irgendwo so Mitte 40 nach oben offen. Ja, welchen Kanal? Wo findet man die? Also gut, es gibt ja so die ersten Clubs und Kinobegeisterte, wo man sagt, okay gut, da hat man vielleicht ein ganz konkretes Forum. Aber den Kanal weiß man eigentlich nicht. Also genau dieses Interesse zu designen, also dass man irgendwo ein Interesse schafft, das ist, glaube ich, wird unsere erste Aufgabe sein, das zu machen. Und dann zu sehen, wie, also ob das überhaupt funktioniert. Und ob das, was zurückgespielt wird, für uns funktioniert. Also ob wir genau die richtige Gruppe finden oder ob wir sagen, ob wir schon niemanden oder die falschen. Und da den richtigen Kanal und die richtigen Kommunikationsmedien zu entwickeln und auch die richtige Form zu setzen, das ist, glaube ich, für uns eine grundlegende Aufgabe, wo wir genau dann jemanden suchen, der sowas kann. Ich glaube, an dieser Stelle können wir jetzt mal die Diskussion für das Publikum vielleicht öffnen. Alle schon mal überlegen, ob sie Fragen haben. Ich möchte vielleicht noch mal kurz ein bisschen die Erkenntnisse des Podiums zusammenfassen. Ich denke, zum ersten Thema haben wir festgestellt, eigentlich gibt es keinen öffentlichen Raum mehr im Internet, eigentlich ist alles kommerziell. Aber trotzdem gibt es irgendwie Hoffnung, denn auch in diesem kommerziellen Raum können wir uns als Bürger bewegen und ja, öffentliche Interessen vertreten und uns selber da zusammenfinden. Eigentlich für öffentliche Interesse, um uns selber zu finden. Und dann das Public Interest Design, was im Prinzip das Digitale nicht als Medium hat, nicht nutzen muss. Sagen, es gibt keinen Digital Public Interest Designer, es gibt nur den Public Interest Designer. Aber trotzdem gibt es sehr, sehr viele Themenbereiche im Digitalen, die für den Public Interest Designer relevant sind. Sei es die Forschungsseite oder auch die praktische Seite. So, fangen wir da an. Und vielleicht können wir für... kann derjenige, der anfängt, einmal kurz sagen, woher er kommt. Ich glaube, das wäre für die Runde ganz interessant, um auch eine Perspektive da reinzubringen und vielleicht dann auch noch an wen die Frage hier gestellt werden soll auf dem Podium. Ja, mein Name ist Frank Dürr aus Tübingen, bin aus dem Museumsbereich, war jetzt aber gerade in Austin auf dem größten Digitalfestival South by. Und habe da unter anderem auch die Möglichkeit gehabt, mit Managern zu sprechen, unter anderem Microsoft-Manager aus Deutschland, der sagte, wir in Deutschland sind extrem weit gegenüber den Amerikanern, was die ethischen Diskussionen angeht im Bereich der Digitalisierung. In Amerika wird dieser Begriff der Digitalisierung gar nicht verwendet. Allein das ist schon mal ein ganz spannender Aspekt, finde ich, weil heute hier ja dieses Digitale im Gegensatz zum Analogen diskutiert wird, Ethik gegenüber dem Kommerz. Wenn man sich dann anschaut, was die Bundesregierung momentan in die Hand nimmt, also sozusagen aus öffentlichen Geldern, um die Digitalisierung voranzutreiben, landen wir bei Geldern, die ungefähr den Investitionen einer chinesischen Universität entsprechen. Wenn man sich diese Zahlen vor Augen hält und dann aber auf der anderen Seite sagt, wir sind das neue große Zentrum für KI auf der ganzen Welt und Deutschland wird sich sozusagen als Pionier herauskristallisieren, in diesem Bereich möchte ich dagegen halten, dass sozusagen der kommerzielle Aspekt des Monetarisierens dieser Ideen natürlich schon eine Rolle spielt, wenn man Relevanz erzeugen möchte.
auch um öffentliches Interesse wieder darzustellen. Also vielleicht eine Frage an Herrn Wolf, weil er eher sozusagen aus dem Bereich der interaktiven Medien kommt. Sehen Sie es als nützlich an, den wissenschaftlichen Aspekt, den öffentlichen Interesseaspekt auch zu kapitalisieren, zu monetarisieren, um das Ganze in der Relevanz aufrechtzuerhalten, das, was uns alle antreibt, nämlich eine, sagen wir mal, Demokratiekultivierung, eine Gesellschaft herbeizuführen, die uns allen irgendwie entspricht, wo wir uns sozusagen auch ja, fast schon allergisch dagegen wären, wie die Chinesen, sage ich jetzt mal, der Chinese an sich lebt oder der Japaner an sich oder der Amerikaner an sich mit den Themen Datenschutz und so weiter umgeht. Was passiert, wenn wir es nicht schaffen, das Ganze so zu kommerzialisieren, dass wir a, unsere Jobs behalten und die Designer auch wirklich gut bezahlt werden in diesen Bereichen und die Informatiker, wenn man sieht, in Deutschland fehlen 300.000 Informatiker momentan, um das Ganze voranzutreiben. Die Startup-Kultur ist natürlich auch dementsprechend lachhaft, wenn man das anschaut, wie viel Gelder investiert werden in anderen Ländern. Also meine ganz konkrete Frage an Sie, vielleicht als Experten aus diesem interaktiven Bereich, sehen Sie es als mögliche Chance, wenn wir diese ethischen Diskussionen weiterführen, ohne das Ganze kapitalistisch voranzutreiben, dass wir die Relevanz behalten, um die Oberhand zu behalten bei den Themen, die uns im Bereich öffentliches Interesse beschäftigen? Ja, also kommerziell bedeutet ja nicht kapitalistisch oder turbokapitalistisch. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall kommerzialisiert werden muss, weil Innovation immer nur dann möglich ist, wenn Geld da ist. Also so wie Axel Bütter gerade über die Schulbuchverlage gesprochen hat, die haben ja diese Innovationsmöglichkeiten nicht, weil dafür kein Geld da ist, sondern die Schulbücher werden ja erst gekauft, wenn sie gedruckt sind. Und wer Geld dafür braucht, was Neues zu entwickeln, bekommt das da nicht. Also ja, natürlich, man braucht dafür Geld und ich glaube, das ist auch für die Public Interest Designer, die sind gut beraten, wenn sie sich darüber Gedanken machen, woher bekomme ich denn mein Geld für das, was ich tun werde oder tun will. Ja. Ich habe einen Kommentar zu dem Thema Kommerzialisierung, weil vorhin gesagt wurde, das Problem ist nicht die Kommerzialisierung oder der Kommerz, sondern dass die Daten missbraucht werden können. Ich glaube schon, dass das Problem der Kommerz ist, weil wenn kapitalistisches Interesse die Gestaltungsmotivation ist, sehen die Sachen einfach anders aus und funktionieren anders. Und das ist eines der größten Probleme, was uns gerade um die Ohren fliegt. Das andere ist, ich finde, es wurde sehr unklar mit dem Begriff Internet umgegangen. Internet ist ungleich, Facebook, Google, YouTube. Das ist so. Und dann komme ich zu der Frage, und zwar zu dem Thema Transparenz und Wikipedia. Ich kann ja sehr wohl bei Wikipedia sehen, wer was verarbeitet hat, weil es ein Versioning gibt und ich nachgucken kann, ob Userinnen da was verarbeitet haben. Ich sehe aber im Zweifelsfall nur, Tina17 hat das verarbeitet. Die Frage ist, genau, also es gibt sozusagen, fordern wir dann Klarnamen? Habe ich dann was davon, wenn ich dann den Vor- und Nachnamen von der Person sehe, die das bearbeitet hat? Riskieren wir damit nicht einen Datensatz, der extrem missbraucht werden kann auch? Und wo spielt Vertrauen in meine Mitmenschen eine Rolle im Internet? Also sozusagen, wo wollen wir hin zwischen, ich will immer Klarnamen im Internet und mit einer Autorenschaft immer zuordnen können an so etwas wie, glaube ich, an so einen Personalausweis oder so eine Identifizierbarkeit? Oder gibt es eine ganz andere Ebene von Mitwelt und Mitmenschen Vertrauen da rein, dass ich sage, okay, das ist Tina 17 und Tina 17 kenne ich auch von drei anderen Plattformen oder vielleicht auch nicht. Ich vertraue aber darauf, dass ich mit meiner Medienkompetenz mir auch erschließen kann, was da geschrieben wurde und im Zweifelsfall vertraue in eine Schwarmintelligenz, dass Sachen da geändert werden. Also ist eine Forderung von Transparenz, will ich dann da sehen, ist das eine weiße Person, eine schwarze Person, welches Alter, welcher Klarname, ist das Transparenz, die wir bei Wikipedia haben wollen, oder brauchen wir ein anderes Vertrauen, was im Moment total über Facebook funktioniert und im analogen Bereich oder im nicht-virtuellen Bereich total über Kleidung und so Empathie und Gesichtszüge, wie wir ein Vertrauen aufbauen. Ich gehe auch nicht hin und gucke jetzt irgendwie nach, was die gesamte Lebensgeschichte von Lehrpersonal ist, wenn die mir was erzählen. Ja, also ich glaube, da waren jetzt mehrere Punkte drin, die ganz spannend sind. Also erstens, ich fange mal hinten an, Schwarmintelligenz ist ein ganz kritischer Begriff und man muss es bei Wikipedia auch nochmal vorsichtig sagen. Also bei Wikipedia formt nicht Schwarmintelligenz automatisch das richtige Ergebnis, sondern es formt, dass das, was die meisten Menschen denken, richtig ist, das Ergebnis ist. Und wenn es irgendein Themengebiet
gibt, wo einfach sehr viele Menschen eine falsche Meinung haben, dann ist das der Wikipedia-Eintrag. Deswegen muss man da super vorsichtig sein. Und dann, was Transparenz angeht, ich weiß nicht, ob uns jetzt Klarnamen da weiterhelfen. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Lösung für sowas. Das ist gar nicht meine Kompetenz. Ich glaube, es ist wichtig, nur einfach das überhaupt das Bewusstsein zu schaffen und das vielleicht dann tatsächlich auch dann ein konkreter Handlungsauftrag für Designerinnen und Designer, weil es geht vielleicht auch erstmal nur darum, das überhaupt zu kommunizieren, also vielleicht erstmal überhaupt bewusst zu machen, dass das, was da geschrieben wird, eventuell von einem bestimmten Personenkreis stammt und das vielleicht deswegen auch nicht neutral objektiv ist. Und das kann man manchmal vielleicht auch aus Daten schon rauslesen und vielleicht macht es einfach, vielleicht ist es einfach spannend, wenn das irgendwie kommuniziert wird, dass einfach ein Bewusstsein geschaffen wird. Es geht nicht darum, dass da steht, dass Max Mustermann irgendwas geändert hat, sondern ich persönlich fände es interessant, wenn zumindest einfach an diesem Kommunikationsprozess gearbeitet werden würde und dass zumindest man vielleicht nochmal, also Medienkompetenz, ja, aber trotzdem glaube ich, dass die meisten Nutzerinnen und Nutzer dem schon vertrauen und vielleicht ist es einfach ganz spannend, wenn man zumindest nochmal das Bewusstsein dafür schärft, dass man nicht allem vertrauen sollte und dass da zumindest auch eine sehr eingeschränkte Sichtweise auf die Welt reproduziert wird. Mein Name ist Johannes Bussmann, ich studiere immer noch mit Ihnen zusammen hier. Ich will eine provokante Frage stellen, die ich gleich erläutern will. Ist es überhaupt möglich, dass wir uns vor dem, was dieses Instrument Internet uns bietet, noch retten können? Ich will das erläutern, warum. Wir werden doch alle mittlerweile vermaßt. Das Internet ist doch eine Vermaßung all dessen, was wir persönlich sind und gesellschaftlich sind, in Einheiten, in numerischen Prozessen, die replizierbar sind, in jeder Form, und wir jetzt erleben, dass die Frage des Rechts die zentrale Dimension für dieses Instrument wird. Wem gehören welche Rechte? Ich wage die Hypothese, die Rechtsfrage wird diese Vermaßung in den nächsten Jahren durchziehen wie nichts anderes. Es wird das zentrale Thema werden, wem welche vermaßten Rechte gehören. Und ich glaube, dass man jetzt schon sehr eindringlich erkennen kann, welche Kräfte sich hinter der Rechtsfrage verbergen, die im Grunde deutlich machen, dass dieses Instrument momentan auf einem radikal privatisierten Weg ist, an dessen Ende diejenigen, die die meiste Potenz zur Rechtssicherheit haben, Bilder, Texte, Begriffe und verrechtlichen werden, sodass wir, die weniger Potenz haben, doch zunehmend merken werden, dass wir uns in diesem Bereich gar nicht mehr bewegen können, weil es kein rechtsfreier Raum mehr ist, sondern ein vollkommen vermaßter Raum. Und ich finde hier einen substanziellen Unterschied zum physisch-analogen. Denn wir können im physischen Raum den Raum nicht doppelt belegen. Im physischen Raum auf dem Marktplatz begegne ich einem Zufall, dem ich mich auseinandersetzen muss. Ein Mensch, der kommt, ein Sachverhalt, der da ist. Interessanterweise gibt es ja das Wort Teilen in allen Welten. Das Wort Teilen hat ja zwei Naturen, über die wir gar nicht nachdenken. Im Internet, wenn ich es teile, dupliziere ich etwas, weil ich sage, ich finde das gut. Im physischen Raum, wenn der arme St. Martin seinen Mantel teilt, hat der nur noch die Hälfte. Der muss sich entscheiden, ob es einen Wert für ihn hat, wenn er das zur Hälfte abgibt, was er hat. Im digitalen Raum kostet es mich keinen kleinen Finger, wenn ich sage, ich teile. Das ist doch die Wahrnehmung, die wir zurzeit alle haben, die Christian auch und Axel mir auch beschrieben haben. Es vermüllt ja in einer wahnsinnigen Wertlosigkeit, dass man manchmal lieber abstellen möchte. Meine Frage, die ich gerne Ihnen, Herr Quadflieg, Axel, kann auch darauf antworten, stelle, in aller Radikalität und Überzeichnung, haben wir überhaupt noch eine Chance, dem an und für sich seienden öffentlichen Interesse, das ich jetzt unterscheiden will zwischen vielen öffentlichen Interessen, ich glaube, dass das
unterschiedene allgemeine öffentliche Interesse erstmal kein spezifisches ist. Das ist ja gerade angeklungen. Gibt es eine Möglichkeit, das öffentliche Interesse im Internet abzubilden? Machen wir Ping-Pong oder zu Anfang? Du schreibst was auf der Seele zu. Ich habe so ja genau, weil ich immer mich wehre dagegen, diese Weltuntergangsszenarien, es ist quasi alles schlechter als in der analogen Welt. Das kommt ja immer so ein Stück weit, also es schwappt immer rüber. Jetzt geht mir manchmal auch so, dass ich immer denke, oh Gott, was passiert da gerade? Aber auf der anderen Seite denke ich immer, ich hinterfrage alles, sage, okay, Kommerzialisierung, das kam vorhin bei Ihnen von einer Zuschauerin. Unsere Welt, in der wir jetzt hier leben, unsere analoge Welt, ist die nicht kommerzialisiert? Also kommt doch mal überall rein. Ja? Datenklau. Wenn ich gucke, ich fahre auf eine Messe, eine Designmesse, junge Designerinnen und Designerinnen stellen ihre neuen Stühle aus, die sich gerade überlegt haben. Nächstes Mal sind die irgendwo bei einem großen Möbelkonzern drin. Ja. Das heißt, inwieweit gehören mir die Rechte an der eigenen Idee? Ja. Kleine Leute machen einen Film, andere irgendwie übernehmen diese Ideen. Ja. Das gab es schon immer. Sagen wir mal, diese Frage, inwieweit gehört mir als kleiner Mensch meine eigene Idee, wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe? Ja. Ist im analogen Raum genauso ein Problem wie im digitalen, das Vermüllen unseres öffentlichen Raumes. Wie viele Designprodukte liegen hier in diesen ganzen Läden, Kaufhäusern rum, die alle einfach total überflüssig sind. Das heißt, die ganze Welt ist ja eigentlich, also nicht nur dann sinnbildlich im Meer und so weiter vermüllt, sondern auch die Frage ja des Überflusses an Produkten, die quasi alle nebeneinander existieren, teilweise qualitativ, aber kaum Sinnberechtigung haben, vielleicht auch gar nicht gekauft werden, aber trotzdem produziert werden und nachher verramscht werden, weil sie halt niemand braucht und will und dann doch noch irgendjemand mitnimmt, um sie zu Hause wegzuwerfen. Ja, also denken Sie über die TK Maxx-Tüten, die jetzt auch hier wahrscheinlich bald wieder Wuppertal von Bahnhöfe getragen werden. Also die Frage, wie lange hält so etwas? Ne? Deshalb, ich frage mich jedes Mal, die Kritik ist immer berechtigt, aber ich frage mich jedes Mal, bilden Sie nicht ein Stück weit die analoge Welt ab, sodass wir verstehen durch das Internet, ja, wie analoge Welt überhaupt funktioniert. Also Zugänglichkeit zur Information, Publizieren von Informationen, Herstellen, ja, Urheberschaft, Autorschaft. Ich finde das total spannend, weil wir durch diese neue Welt, in der wir unsere alte digitale Welt quasi noch einmal abbilden, die ja nicht aufhört zu existieren, sondern die sich vernetzt, ja, mit dieser digitalen Welt. Inwieweit hinterfragen wir die, verstehen wir die und gestalten die Beziehung, ja, zwischen dem, was digital passiert und dem Realraum neu, weil der ist ja nicht davon ausgenommen, sondern das hat ja quasi Auswirkungen, Konsequenzen und damit können wir natürlich in der Realität, in der Wirklichkeit auch wieder tatsächlich Prozesse verändern und auch in den Gang bringen. Deshalb, ich sehe das nie so negativ, obwohl ich die ganze Kritik teile. Ich möchte das kurz ergänzen, damit es vielleicht schärfer wird. Ich finde den analogen Raum gut, weil ich dort kopieren kann, ohne bezahlen zu müssen. Das Kopieren im analogen Raum, ein Attentat auf Urheberrechte, ist für mich eine Hilfe. Im Digitalen werde ich das nie mehr können. Im Digitalen werde ich nicht mehr leben können, weil dort es nicht mehr möglich ist. Alles, was wir kulturell getan haben, ist das fehlerhafte Verhalten von Kopieren. Wofür ich reden will, ist das Sakrileg, den Fehler, das Nicht-Erlaubte. Das werden wir nicht mehr können im Internet, weil es dort geregelt ist. Ja, ich muss mal auf einen wichtigen Punkt eingehen, weil das Kommerzielle natürlich, also das muss man ganz deutlich sagen, die analoge Welt ist auch kommerziell geprägt. Und wenn wir über Datenklau reden, dann findet der nicht nur im kleinen Stil statt, sondern letztendlich kann das auch im großen Stil stattfinden. Und übrigens, wenn wir jetzt von den bösen Silicon Valley Firmen sprechen, die unsere Daten verkaufen, das macht die Deutsche Post genauso. Und ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Wichtig ist aber trotzdem, dass es im analogen Raum einen neutralen Ort gibt, die neutrale Plattform. Man kann auf die Straße gehen und kann dort relativ ungelenkt eine Meinung kundtun. Und deswegen fand ich den Hinweis eben wahnsinnig gut von der Dame rechts, dass das im digitalen Raum zumindest immer kommerziell geprägt ist. Denn da wird ja alles Verhalten irgendwie gelenkt. Und es wird ganz massiv gelenkt, weil da psychologische Abläufe hinterstecken, die eben dazu führen, dass man gewisse Meinungen anders rezipiert, die dazu führen, dass man es allein schon anders kommuniziert. Also man redet nicht wie hier einen direkten Austausch, sondern ich schreibe was in die digitale Welt hinaus und kriege vielleicht 20 Stunden später eine Antwort von dir und dann gefällt mir die nicht und dann lösche ich die oder. Also es ist einfach eine ganz andere Art der Kommunikation und eine Art der Kommunikation, die eben
Leute eher dazu animiert, Dinge zu postulieren, die eine große Aufmerksamkeit in Form von Likes, die das Belohnungssystem Hirn nun mal ansprechen, aktiviert. Also das ist einfach eine komplett andere Form von Kommunikation. Und das ist das Gefährliche an der kommerziellen Prägung. Mir ist völlig wurscht, ob Twitter damit Geld verdient. Das Gefährliche ist, dass es unsere Kommunikation in eine bestimmte Richtung lenkt. Aber es gibt da nicht nur Twitter und so weiter. Also ich widerspreche noch einmal, weil ich kann das nicht so stehen lassen. Es ist nicht alles kommerzialisiert, sondern ich gebe selber, wie gesagt, zwei Bildungsplattformen raus, die sind nicht kommerziell gemeint. Es gibt, ich kenne unheimlich viele Leute, die Blogs betreiben und so weiter, da das aus gutem Wissen und Gewissen machen. Es ist nicht alles kommerzialisiert. Es ist natürlich die Infektion, ja, dass man sagt, ich bin erfolgreich, ich erreiche eine gewisse Publizität. Und dann kommt jemand und bietet mir Werbung an und so weiter, Unterstützung, um dann quasi davon zu profitieren, dass ich eine Öffentlichkeit habe. Also diese, es ist nicht alles kommerzialisiert zur Ehrenrettung des Internets und der vielen, vielen Menschen, die dort sich für tolle Sachen einsetzen. Vielleicht noch eine letzte kurze Frage und dann sind wir derzeit leider auch schon nicht rum. Ja, ja, ich bin Hong Kong, auch Südkorea. Und ja, ich bin Student. Ein Student in Burgibischen Schrein Kunsthochschule Halle. Ja, mein Kommentar ist, ja, ich habe Angst davon, meine persönliche Daten in öffentliche oder Internet zu stellen. Ich kann ja ein Beispiel, gutes Beispiel vorstellen. In Korea die Katastrophe der persönlichen Daten Cloud. Ja, Ende der 90er Jahre, Südkorea hat sehr einfach alle Digitalisierung akzeptiert. Deswegen, ja, alle persönlichen Daten sind hochgeladen in ja, bürgerliche Webseite. Es bedeutet, wenn ich Bürger-Website einloggen habe, dann ich kann meine alle Daten sehen, kann wie, ja, wie viel ist mein Steuer oder wann hatte ich Gesundheit Check gebracht oder so, oder wie ist mein Bußgeld, ja, alles eigentlich sehen kann. Ja, es ist ziemlich bequem, aber ja, in alle Koreaner hat diesen Identifikationsnummer haben, ja, diesen Daten auch hochgeradet. Aber natürlich, es wird geklaut. Jeder Leute hat über 8 Mal seine, ja, alle Daten geklaut, vielleicht ja, der Hacker gemacht. Ja, deswegen, dieses System wird ganz kaputt gegangen. Ja, diese Identifikationsnummer geht nicht mehr. Deswegen, wir haben immer so neue Authorize-System entwickeln, aber ja, wir können das nicht ja, Depends machen. Ja, wenn ich erstmal Deutschland gekommen hatte, ja, alle sind analogisiert. Wenn ich ja Amt zu gehen, ja, warum, ja, ich dachte, warum alles schriftlich arbeiten gedacht, weil in Korea wird alles im zu Hause alle arbeiten, mit Computer machen. Aber ja, deswegen, ich dachte, es ist ja wegen Sicherheit gedacht. Aber heutzutage in Deutschland wird, oder ja, ganz weltweit wird ja nicht mehr sicher gedacht, denken, weil ich habe letzte Woche einen, ja, Carsharing-System, ja, registriert, aber ja, das autorisierte System war ganz einfach. Mein Führerschein einfach zum Fotografieren, dann es geht. Deswegen, ja, meine Meinung ist, heutzutage viele Leute so einfach zustimmen drücken. Ja, die Agave oder so etwas nicht lesen, so einfach. Ja, für die Bedingungen zustimmen drücken. Ja, deswegen, ja, diese Entwicklung der App oder Service machen, dann wir müssen überlegen, wie kontrollieren diese persönlichen Daten. Ja, es ist meine Meinung. Genau, danke für das Statement.
Vielleicht machen wir noch eine ganz kurze Abschlussrunde. Ich fand das eben sehr schön, den ganzen Designern und auch an den anderen hier mitzugeben. Also die Frage an euch, was wollt ihr hier allen mitgeben? Was wurde vielleicht noch nicht gesagt? Ganz kurz einmal. Vielleicht, wenn ihr anfangt. Also ich würde lieber noch eine Zuschauerfrage zulassen. Ich habe schon viel gesagt. Sie hatten sie nicht gesprochen? Oder ist okay? Ja, okay. Nee, also ich kann alle nur wirklich ermuntern, also auch bei all dieser Kritik, aus dieser Kritik, ja, und Design funktioniert ja aus Kritik heraus von bestehenden Verhältnissen, von Problemen, die man wahrnimmt, heraus Projekte zu entwickeln, ja, und tatsächlich zu sagen, okay, ich habe keinen Auftraggeber, ja, wie im klassischen Design, ich entwickle ein Projekt, was ich selber aus ethischen Gründen, der auch des Gemeinwohls irgendwie für sinnvoll halte, gerade auch in diesem Bereich, und versuche dann dafür Realisierungschancen zu finden. Also der Public Interest Designer, Designerin ist doch mehr eigentlich eine Projektentwicklerin, die tatsächlich anfängt, für das Gemeinwohl zu denken und dort Projekte zu entwickeln. Da kann ich alle nur zu ermuntern, aus der Kritik was Tolles zu machen. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich würde sagen, wir kommen um die Digitalisierung ja eh nicht drum herum. Also sollten wir es positiv besetzen. Ich denke auch, dass die Herausforderungen so auf der Hand liegen. Also in der Benutzung der digitalen Geräte begegnen uns ja täglich irgendwelche Aspekte, die uns dazu anregen als Designer, und das ist ja auch unserem gestalterischen Denken geschuldet, irgendwie darüber nachzudenken, kann man das nicht besser machen? Und ich glaube, das ist ein Antrieb, den man sich auf jeden Fall warm halten muss. Schönes Schlusswort. Also ich habe jetzt nicht so einen wahnsinnig klugen Hinweis, ich glaube, das wäre auch falsch, weil Sie wissen wahrscheinlich viel mehr über Interest Design als ich, weil Sie studieren das und ich nicht. Ich finde es einfach nur spannend, insgesamt die ethische Frage in jeder Dimension mitzudenken, und Designethik ist total unterrepräsentiert in Lehre und Forschung. Das ist ein spannendes Thema, und da schließt uns die Datenethik mit ein. Es gibt in Deutschland, soweit ich weiß, nur einen einzigen Lehrstuhl für Datenethik. Das ist ein spannender Punkt, mit dem man sich sicherlich beschäftigen sollte und könnte. Ja, vielen Dank. Dann vielen Dank an Sie alle für diese spannende Diskussion.